falls ihr letzte Woche was verpasst habt. Der Kleine heißt Leo mit I. Michael Jackson ist ein creepy Guy. Und jetzt geht's los mit dem Kinocast. Der Kinocast. Herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast. Hallo Kate, hallo Chris. Hallo Erik. Hallihallo. Hallo. Jo, ihr wart, nee, einer war nur in der Sneak, sehe ich hier. Ja. Ich dachte, ihr wart beide, ne? Okay. Nein. Also, nur auf jeden Chef Fall ein, ja genau, Chef war in der Sneak, hat sich einen Film angeschaut. Und wir haben aber auch sonst noch ein paar andere Filme mitgebracht und was Neues von Netflix, was ich selber noch gar nicht kannte. Seid gespannt, was euch da hier in dieser Sendung erwarten wird. Einen Oscar-Kandidaten haben wir auch mit dabei in der Filmrezension. Ja, aber wir beginnen erstmal mit der Sneak Preview. Da kam nämlich Niemandsland, The Aftermath, was ja, ja getippt wurde. Ja. Warum auch immer. Wer wohl? Schwarzen. Ja, nee, bevor, ich habe nur einen einzigen Tipp abgegeben. Und bevor das auf der Webseite dann auch stand, wo alle dachten, es wäre ein Aprilscherz. Aber ja, jetzt erzähl mal, war der Film Aprilscherz oder war gut oder schlecht? Nee, war kein Aprilscherz. Also er kam auch tatsächlich, es kam also, wie du gerade schon gesagt hast, Niemandsland, The Aftermath. Und ich habe, muss ich zu meiner Stande gestehen, natürlich erstmal in unserer Metropol-Sneak-Gruppe den Filmtitel falsch reingeschrieben, weil ich habe die Aftermatch draus gemacht. So. Also, oh nee, Moment. Aftermath. War ein bisschen Panne. Dr. Dreher, oder? Heißt also wirklich im Original auch die Aftermath. Und es beginnt also relativ... nach Mathe sozusagen. Ja, nach Mathe. Es beginnt relativ trist. Und zwar ist es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Es wird groß eingeblendet. 6 Monate nach Kriegsende und spielt im Jahr 1946. Und der geneigte Mathematiker weiß dann, dass der Krieg, wann hat Deutschland sich ergeben oder wann hat Deutschland aufgegeben? Am 8. Mai 1945. Und jetzt 6 Monate später wäre dann? Oh, ein halbes Jahr später ungefähr. Genau, November, Dezember. So, und nicht 1946. Aber was weiß ich schon von Rechnerei und Mathe. Sei es drum. Hauptdarstellerin ist Keira Knightley, flankiert von Jason Clarke und Alexander Skarsgård. Und das ist schon mal ein Cast, wo man sagen kann, boah, das ist ordentlich. Und das, wir haben einen Dramafilm, einen romantischen Drama-Kriegsfilm. So lässt sich es wahrscheinlich am ehesten ausdrücken. Also wie gesagt, Nachkriegszeit 1946, das Ganze spielt in Hamburg. Die Stadt ist wirklich vollkommen hinüber. Man sieht die Trümmerfrauen, wie sie aufräumen. Man sieht ganz viel das Leid oder die Probleme der Bevölkerung. Und in eben, ja, ist halt die Zeit der Entnazifizierung auch, ist ja klar. Und da hinein, nach Hamburg, darf der britische Oberleutnant Lewis Morgan, also Jason Clarke, um dort beim Wiederaufbau zu helfen. Also England hat Hamburg unter seiner Kontrolle und soll dort, wie gesagt, aufräumen und für Stabilität sorgen. Er lässt dann auch seine Frau Rachel, natürlich Keira Knightley, in die Stadt bringen. Und die beiden hatten einst einen kleinen Jungen, der allerdings einen deutschen Luftangriff in London, glaube ich, also auf jeden Fall irgendwo in England, ich glaube in London, nicht überlebt hat. Was Persönliches. Ja, aber ein bisschen was Persönliches, ja. Und die beiden gehen also nach Hamburg und ziehen dort ein bisschen aufs Land raus in ein Haus, das einer anderen Familie gehört, nämlich den Luberts. Und da wohnt dann eben auch Stefan Lubert, also Alexander Skarsgård, mit seiner vom Krieg dann doch eher traumatisierten Tochter, gespielt von Flora Thiemann. Ich muss jetzt nochmal den Namen rausgucken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie sie hieß. Greta. Nee, nicht Greta. Greta. Nein. Gretel. Freda, nicht Greta, Freda. Sie hieß Freda. So. Und ja, also die besetzen quasi das Haus der Luberts und eigentlich müssten die Luberts raus. Nur Lewis Morgan ist, und jetzt Achtung, eher ein Good Guy. Nein, er ist wirklich eher ein Good Guy, weil der hat halt auch so mehr oder weniger die Schnauze voll von Krieg und alles und sieht halt das ganze Leid auch in der Stadt und möchte dann auch nicht, dass die Luberts
in ein Lager umziehen müssen und bietet ihnen an, oben wenigstens auf dem Dachboden weiter in ihrem Haus zu wohnen. Sie wohnen natürlich dort, es wohnen die Luberts dort, die beiden, und die Bediensteten dann auch. Und dann ist natürlich die Frage, wo ist Mama Lubert? Und ja, Mama Lubert ist natürlich beim Angriff auf Hamburg zu Tode gekommen. So, heißt zwei Familien mit einem ganz eigenen Drama. Und ja, dann ist die große Frage, wie kommen die miteinander aus? Der Lewis Morgan, also Jason Clark, ist sehr, sehr weltoffen. Der redet viel mit denen, der bezieht die ein, der will da irgendwie nicht weiter den Krieg schüren, sondern hat einfach genug von der ganzen Scheiße. Und da trifft es dann halt schon auf die beiden anderen. Der Herr Lubert ist so ein bisschen auch genervt vom Krieg und natürlich auch genervt von der Besatzung. Seine Tochter ist völlig am Randale machen eigentlich und völlig da dagegen. Und dann gibt es natürlich Rachel, die überhaupt nichts mit den Deutschen anfangen kann. Die auch denen natürlich komplett die Schuld gibt an dem Tod ihres Sohnes und allem. Und so ist das Setting. Es ist alles sehr grau, es ist sehr düster gehalten. Spielt dann auch im Winter rein, also geht dann auch auf Weihnachten zu. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Oberleutnant ist ein paar Tage weg. Und schon davor bahnt sich tatsächlich dann was an zwischen dem Herrn Lubert und der Rachel. Oh nein. Ihr müsstet jetzt sagen, oh nein. Das sieht man im Trailer schon. Sieht man im Trailer schon, darf ja, genau. Ja. Deswegen bin ich jetzt nicht überrascht. Trailer spoilert, ja, oje. Oh ja, der Trailer spoilert ein bisschen. Also die beiden kommen sich näher und das hat einen ganz einfachen Auslöser, weil die motzen sich eigentlich die ganze Zeit an, die giften sich die ganze Zeit nur an, bis es dem Lubert einfach mal auch reicht und er sagt, ich gebe ihnen jetzt einen Grund, mich hier rauszuschmeißen. Und dann küsst er sie einfach ganz wild. Nein, er küsst sie dann einfach und in dem Moment ist es was, wo man merkt, okay, da könnte eine Beziehung der beiden entstehen, von der beide irgendwo profitieren. Und ja klar, das Ganze schaukelt sich dann immer noch weiter hoch. Es gibt immer wieder so Szenen, auch aus dem Hamburg, aus dem zerstörten Hamburg. Die Tochter gerät dann auch wieder, oder was heißt gerät wieder, gerät dann in so eine Nazi-Sekte rein, wo man sich tätowieren lässt mit der 88. Und das sind immer so Attentäter auch unterwegs. Das ist so ein bisschen. Und das ist noch Nachkriegszeit, oder ist das? Ist Nachkriegszeit. Mit der 88, echt? Okay. Ja, ja. Ich dachte, das ist ein neuerliches Phänomen. Also eine der ersten Szenen ist dann auch wirklich, wie einer so ein Attentäter erschossen wird und dann auch am Ende, also sie machen den Ärmel hoch, finden die 88 und er sagt eben diesen Spruch, den ich jetzt nicht ausspreche, weil er nicht in irgendwas reinkommt, diesen damaligen Gruß dann auch nochmal in die Kamera. Ist, wie gesagt, sehr, sehr düster, wie es dann am Ende ausgeht mit den beiden, dass die Ehe darunter natürlich leidet, weil das Ganze auch irgendwann rauskommt, sollte verständlich sein. Wie es ausgeht, verrate ich jetzt natürlich nicht. Das wäre ja blöd. Das wär dramatisch, wenn ich das verraten würde. Ich kann nur so viel verraten, der Film ist durchaus besser, als er jetzt klingt. Also er ist ein eher schwieriges Thema angegangen, wo man sagt, ja, Nachkriegszeit ist schon scheiße, dann der Verlust von den die Familien einfach erlitten haben, der trägt da sicherlich mit rein. Und ich finde, das ist von der Thematik schon ein bisschen bedrückend oder ziemlich bedrückend auch, aber, und das ist der große Pluspunkt, eigentlich sehr, sehr gut geschauspielert von Keira Knightley, der man das wirklich auch abnimmt mit dem ganzen Psycho-Leid, das er da einfach auch mit sich rumträgt und was sich da in sich reingefressen hat auch. Jason Clark, der sein Paket mit sich rumträgt und das in sich reingefressen hat, und natürlich auch der Alexander Skarsgård, der das genauso hat. Deswegen ist bedrückend, man profitiert am Ende doch voneinander und es entsteht halt ein durchaus ja sehenswerter Streifen, der jetzt nicht unbedingt sagen würde, okay, dafür muss ich ins Kino rennen, das sage ich auch offen dazu, aber ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, wenn man jetzt nicht irgendwie groß einen auf Action-Kino oder große Lachunterhaltung Wert legt, sondern einfach sagen möchte, okay, beeindruckende Bilder manchmal von, die sie da gemacht haben, von der zerstörten Stadt Hamburg und eine, ja,
seichte, vorhersehbare Liebesgeschichte. Aber gut geschauspielert. Und wen ich noch erwähnen möchte oder wen erwähnen muss, ist eine der anderen Britinnen. Nicht Britin, sondern eine der Angestellten heißt. Es ist, die eine der Angestellten heißt Heike. Und diese Heike wird gespielt von Anna-Katharina Schimrig. Sagt euch gar nichts, oder? Nee. Anna-Katharina Schimrig wurde 1992 in Stuttgart geboren. Oh. Und das ist schon mal hier so der Lokalfaktor, der da einfach noch ein bisschen. Wohnt die noch hier oder dreht die jetzt oder wohnt die jetzt im Ausland, dreht dort oder? Nee, ich glaube nicht. Also so wie es aussieht, macht die ganz arg viel andere Filme auch noch. Aber hauptsächlich in Deutschland. Ich glaube, das war jetzt Großstadt-Trivia, hat sie auch schon mal mitgespielt. Soko Köln, Soko Leipzig. Die Aldi-Brüder. Die Pfefferkörner. Die Aldi-Brüder, ja. Steht also, hier. Gesagt, das ist auch noch so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ja, wie gesagt, ich fand ihn teilweise sehr bedrückend. Ein bisschen vorhersehbar. Er war von der Länge her mit 108 Minuten angenehm. Also er war jetzt nicht übertrieben lang. Und ja, für mich noch so eine schöne Szene. Da hänge ich mal wieder typisch den Kerl raus, in dem Fall. Keira Knightley nackt. All das, was wir uns seit Fluch der Karibik immer erhofft haben, wird nun wahr. Keira Knightley nackt. Und das gab dann nochmal einen kleinen Pluspunkt, weil sie sich da wirklich auch getraut hat. Oh mein. Oder weil es das Drehbuch. Als ob sie das wirklich war. Er hat doch bestimmt einen Double gehabt. Keine Ahnung. Meine Quellen sind da noch nicht ganz eins. Body-Double wahrscheinlich. Naja. Genau. Ja, aber diese Anna Schimrig, ne, hab gerade mal ein bisschen geschaut, die scheint hier in Deutschland noch zu leben und hier zu drehen. Das war wahrscheinlich, vielleicht haben sie ein bisschen Geld von einer deutschen Filmförderung bekommen, wo dann irgendwo im Vertrag mit drin stand, da müsste auch ein paar Schauspieler von hier mit beschäftigen. Ja gut, war ja ein Film aus England. Aber okay, wie gesagt, und Jason Clarke und noch so ein Funfact, Jason Clarke und Keira Knightley standen schon mal zusammen vor der Kamera. Bei welchem Film? Na, war das der Tarzan-Film, der letzte, oder? Nein, das war nicht der Tarzan-Film, das war das Skarsgård, Tarzan. Legend of Tarzan war das. Alexander Skarsgård. Stolz und Vorurteile. Bei Zoolander 2. Nein, bei Everest. Stimmt, Everest, ja. Okay, stimmt. Und ja. In der Tat, lustigerweise, haben sie auch dort ein Ehepaar gespielt. Sachen gibt's, ne? Hm. Vielleicht haben sie eine gute Leinwand. Der Skarsgård kommt 2020 übrigens in einen Kinofilm oder in einen Film, wo ich mir relativ sicher bin, dass Erik ihn gucken wird. Zum Beispiel. Godzilla vs. Kong. Aha, ja. Ist das der neue jetzt? Heißt der Godzilla vs. Kong? Nee, Godzilla 2 heißt er doch, oder? Es kommt auf jeden Fall Godzilla vs. Kong. Das klingt gut. Klingt erstmal so, als würde mich das so per se interessieren. Das ist sehr schön. Das ich meine, wenn jetzt noch ein Hai mit drin wäre, wäre es noch besser, aber. Godzilla vs. Kong and the Great White Shark. Genau. Oder? Ja, genau. Also, wie gesagt, ein cooler Film, den man sich echt angucken kann, aber nicht unbedingt im Kino angucken muss. Du gibst wie viele Punkte? Ich gebe ihm 6 von 10. Okay, ich schaue gerade hier in der Gruppe. Da gibt es nur jeweils nur eine Wertung für 6 Punkte, das bist du. Eine für 3 Punkte. Und der Rest verteilt sich auf 5, 10 und 7. Also, das ist schon nicht schlecht. Also, ist irgendwie seltsam. Normalerweise staffelt sich das immer noch ein bisschen mehr, dass irgendwie so alles breit gefächert ist. Da gibt es ein paar Ausreißer in die eine und die andere Richtung, aber diesmal ist irgendwie alles sehr kompakt. Ja, ist relativ oben alles. Es haben auch noch nicht so viele abgestimmt, sehe ich hier gerade. Vielleicht, nee. Wie war denn die Besucherzahl so? War voll, relativ oder? Voll eigentlich. Ja, okay. Musst du nochmal, vielleicht war das Dia nicht eingeblendet da mit Metropolis, die Gruppe. Ne? Doch, war eingeblendet. Ja, naja, aber die Leute. Und wir hatten ja auch Bilderrätsel. Nutzen kein Facebook mehr, vielleicht sollten wir das dann jetzt auf TikTok machen oder so, die App. Naja. Wie sieht's denn aus mit den Tipps für morgen? Tipps für die Sneak, oder vielmehr der
Tipp für die nächste Sneak. Das ist dann die Nummer 995, 8.4. Lautet schlicht und ergreifend Attentat. Und Kate, gibt's da was? Da sind schon Tipps eingegangen, 3 Stück. Einmal der Fall Collini, der würde mich sehr interessieren. Das Ende der Wahrheit, sieht auch recht interessant aus. Und Captive State. Und ein Tipp noch, Svenja Lee. Ja. Nee, ist ja kein Tipp. Das ist mein Lieblingstipp heute, Svenja Lee. Hat noch jemand verlinkt. Ich glaube, der Fall Collini, da geht es nicht um Attentat, wenn ich mich da recht erinnere. Nee, ich glaube auch nicht. Da geht es um so eine Gerichtsverhandlung von einem Mörder. Und da spielt ja der Elias M. Barek, ja, den Verteidiger. Ja, aber ist es nicht wirklich ein Attentat, glaube ich, gewesen? Das ist einfach nur ein ganz grundsätzlicher Mord gewesen. Mal gucken. Ja, mal schauen. Aber gut besetzt, also Elias Mbarek, Heiner Lauterbach, ja. Alexandra Maria Lara. Okay. Na gut, dann gehen wir mal in die Rubrik, was wir sonst noch so gesehen haben. Ich würde sagen, ich fange mal an, dann kann die Kate noch ihren machen. Und weil der erste, den ich habe, der passt auch so ein bisschen zu Niemandsland, The Aftermath. Ihr werdet gleich hören, warum. Der heißt nämlich Werk ohne Autor. Oder, was ich viel besser finde, den englischen Titel Never Look Away. Das war ja der deutsche Oscar-Beitrag für die Oscars 2019, gedreht von Florian Henkel von Donnersmarck, der ja auch Das Leben der Anderen gemacht hat, der ja einen Oscar gewonnen hat damals als bester ausländischsprachiger Film. Und der hat ja noch den etwas weniger erfolgreicheren Film The Tourist gemacht mit Johnny Depp, den ich auch sehr langweilig fand, wo ich unangenehm überrascht war, was er da abgeliefert hat. Kommt jetzt Werke ohne Autor, den es jetzt aktuell fürs Heimkino gibt auf Blu-ray und DVD. Und ich habe den da jetzt nachgeholt, denn ich hatte den im Oscar-Rennen nicht gesehen gehabt. Der Film geht ja auch irgendwie 3 Stunden und da habe ich es irgendwie nicht so ganz ins Kino geschafft in der Oscar-Vorbereitungszeit. Worum geht's? Entgegen der Pressetexte, die so rumkursieren von diesem Film, fängt dieser Film irgendwie ganz anders an. Also die Beschreibung, die so promotet wird, so nach dem Motto, ja, es geht um diesen Künstler, der da irgendwo lebt und dann irgendwie mit Vergangenheit, ist nicht ganz so. Der Film ist eher in 3 Teile geteilt und hat einen ziemlichen, ja, wie soll man es nennen, eine ziemliche dramatische Parabel drin, die ich leider nicht verraten darf oder nicht verraten will, weil das macht eigentlich die ganze Stärke auch des Films aus. Und wenn ich da irgendwie eine kleine Andeutung mache, dann wäre das schon zu viel, weil das baut sich so nach und nach im Film auf, dass man dass man da richtig gefangen ist davon. Ich erzähle das mal, diese drei Episoden, wenn man es so nennen mag. Es beginnt damit, dass wir in der Kriegszeit ist das noch, in Dresden spielt das, oder ein bisschen außerhalb von Dresden, lebt eine Familie. Und die Tante, also ein kleiner Junge, und die Tante geht mit ihm nach Dresden in eine Kunstgalerie und besucht eine Ausstellung für entartete Kunst, wie das damals genannt wird. Und da werden halt so Werke gezeigt, die wirklich beeindruckend sind. Und dieser Typ, der auch gespielt wird von dem einen, der jetzt gerade überall auftritt, den hatten wir zuletzt in diesem Film, wo die zu zweit mit den Mofas da durch die Gegend fahren. Ach, wie heißt er? Könnt ihr mir helfen? Lars Eidinger, danke. Lars Eidinger, der erklärt das da denen, was da so schlimm ist an der Kunst. Und die Tante von dem Jungen sagt ihm auch, er soll immer offen bleiben und soll weitergehen, weil er malt auch gerne, er hat schon ein bisschen so eine künstlerische Ader. Und die Tante, die gespielt wird von, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachgucken, wie die hieß. Oh. Ich finde es gerade nicht raus. Die fand ich nämlich ganz toll eigentlich. Wollte ich mir eigentlich merken. Soweit ist es gekommen. Die ist so ein bisschen schizophren. Weil die hat manchmal so Episoden, wo sie dann so völlig neben dem Weg läuft. Ach genau, Saskia Rosendahl heißt die. Und sie wird dann damals in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort
wird sie von Sebastian Koch, der dann den Professor spielt, der soll sie untersuchen. Und damals gab es ja dann auch solche Themen mit Euthanasie und so. Sie wird dann halt auch weggeschafft in ein anderes Gefängnis, wo dann halt eben erstmal schlimme Experimente an ihr gemacht werden und sonst was. Und sie kommt dann halt auch nicht nach Hause. Und das traumatisiert den kleinen Jungen dann auch ganz schön. Und wir sehen dann auch noch so Episoden des Krieges, wie Dresden bombardiert wird. Und dann macht so ein bisschen Sprung, wie es dann nach dem Krieg dann ist in der Umgebung. Wie er dann schon etwas größer ist und ja, sich so mit in so einer Kunst, die malen da so Banner damals für die DDR so mit Sprüchen drauf und so sozialistische Kunst und sowas macht und es schwelt aber immer noch mit, dass er damals eben seine Tante, die ihm sehr viel bedeutet hat, irgendwie verloren hat und er hat dadurch auch wirklich so Probleme in sozialen Kontakten mit anderen und irgendwann kommt dann auch, das ist wie soll man das alles beschreiben? Das ist so weitführend und dadurch, dass ich bestimmte Sachen nicht verraten darf, ist es echt schwierig. Er lernt dann eine junge Frau kennen, gespielt von Paula Bär. Die hatten wir auch schon mal in der Sneak gesehen gehabt. In die verliebt er sich dann und sie bauen sich dann auch so ein Leben da auf in der damaligen DDR. Und der Vater von Paula Bär ist eben dieser besagte Professor, der damals seine Tante untersucht hat. Das weiß er aber anfangs noch nicht. Und der Vater muss dann in die BRD fliehen, weil ihm die auf den Fersen sind, die die Entnazifizierung betreiben. Und er lässt sich dort dann im Westen nieder, wird dort Krankenhauschef und die anderen beiden leben in der DDR weiter, solange bis eben die Wende kommt und die sich auch mal gegenseitig besuchen können. Die sind dann schon älter und er geht dann nach Düsseldorf auf eine Kunstakademie und lernt da auch verschiedene Leute kennen. Was jetzt alles so ein bisschen schwierig klingt und sehr, sehr tiefschürfend klingt, fand ich eigentlich durchweg extrem gut gespielt von den Personen. Es war so eine ganze Zeit so ein unangenehmes Klima in dem Film, weil die Personen, wir wussten dann, wo die herkommen, was die durchgemacht haben, was die auf dem Kerbholz haben. Und man hat eigentlich nur so auf die großen Enthüllungen dann irgendwie gewartet, wie das dann noch weitergeht. Und ich weiß nicht, dadurch, dass ich eben die ein paar wichtige Sachen nicht sagen kann, macht es ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig gut rübergebracht habe. Ich habe das Gefühl, ich habe es nicht gut rübergebracht, weil ich möchte den Film nämlich eigentlich sehr, sehr empfehlen. Fand ich ganz, ganz toll. Geht ein bisschen zu lang. Man hätte bestimmt ein paar Sachen einkürzen können. Aber wenn ich länger drüber nachdenke, wüsste ich eigentlich nicht wo, weil irgendwie waren die Szenen alle sehr ergreifend und mitnehmend und gut gespielt und ja, Werk ohne Autor oder der bessere englische Titel Never Look Away hätte eigentlich besser gepasst, denn das ist das, was seine Tante zu ihm sagt. Schau niemals weg. Ja, mach das mit deiner Kunst, beobachte die Welt und zeige das, was du gesehen hast. Ich gebe diesem Film 8,5 von 10. Ui. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ordentlich. Ja. Gute Darsteller, Sebastian Koch. Hanno Kofler ist auch mit dabei. Wie gesagt, die eine, die seine Tante gespielt hat, fand ich super. Also das ist mal wieder ein richtiges Brett nach The Tourist, dem das nicht so war. Und Leben der anderen war genial. Auch eine interessante Herangehensweise an dieses ganze Thema, fand ich. Ja. So, die Kate hat was auf Netflix gesehen, wovon ich noch nie gehört hatte. Es ist was ganz anderes. Es ist nicht grau in grau, wie ihr jetzt erzählt habt, sondern es ist ein bunter Film namens Unicorn Store. Auch sehr bunt. Ja, Unicorn Store ist extrem bunt, denn Hauptdarsteller sind Brie Larson und Samuel L. Jackson. Und Brie Larson spielt eine junge Frau, die ein bisschen besonders ist, denn sie ist noch sehr kindlich, sie ist sehr bunt unterwegs, sie wünscht sich ein Einhorn und ist grundsätzlich auch immer so ein bisschen in Pastellfarben unterwegs und bunt und
ja, ist sehr künstlerisch veranlagt und studiert auch Kunst an der Hochschule und fällt aber durch eine Prüfung, weil ihre Kunst halt niemand versteht. Und dementsprechend hat sie dann kann sie nicht mehr zur Uni gehen und hat keinen Job und muss zurück zu ihren Eltern ziehen, die aber auch nicht ganz einfach sind, denn die haben so eine Art Ferienlager für ein bisschen komplizierte Kinder und sind da am Wochenende oder unter der Woche immer mit denen zelten. Ja, sie muss also wieder nach Hause ziehen und das Blöde ist nur, die haben ihr Zimmer umfunktioniert, deswegen muss sie jetzt im Keller wohnen. Und weiß nicht so recht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Sie zweifelt an ihrem ganzen Ich-Sein und diesen, alle sagen, sie muss jetzt endlich erwachsen werden, jetzt stell dich mal nicht so an, such dir einen Job und ja, so. Und kleide dich mal anständig und ja. Sie sucht sie dann auch einen Job, einfach aber eher aus der Prämisse raus, ihren Eltern zu beweisen, dass sie doch keine Vollversagerin ist. Und arbeitet in einer Firma, die Staubsauger verkauft. Und die sind alle da sehr monoton und gelangweilt und seltsam und sie sticht halt vor mit ihrer lustigen, bunten Art. Was dann auch dem Chef relativ schnell auffällt und der sagt, mach mal bitte eine Werbekampagne für unseren neuen Staubsauger. Und sie fängt eigentlich als Praktikantin an und kriegt dann irgendwann noch sogar ein eigenes Büro und so und soll dann da. Das Ganze gefällt ihr aber alles nicht so recht, weil irgendwie ist es nicht sie. Und plötzlich kriegt sie eine Karte zugeschickt. Eine Karte, die scheinbar selbst gemacht ist, die sehr, sehr interessant ausschaut und mit einer Einladung, sie soll doch mal beim The Store vorbeikommen an der und der Adresse. Neugierig wie sie ist, geht sie dann dort auch hin. Und dort trifft sie auf den pink gekleideten, mit Glitter in den Haaren bestäubten Samuel L. Jackson, der Verkäufer ist. Und er bietet ihr an, ihren Traum wahrzumachen und ihr ein Einhorn zu schenken. Was jetzt total abstrus klingt und eher nach so, ich raub dich aus oder ja, ist tatsächlich ernst gemeint, denn er ist auch eben besonders. Er erfüllt Menschen, die so einen sehnlichen Traum haben und die einfach ihren eigenen Weg verlieren, Träume. So. Aber natürlich gibt es Voraussetzungen, ne? Also so ein Einhorn muss ja entsprechend gehalten werden. Und braucht sehr, sehr viel Liebe im Umfeld. Also muss sie jetzt erstmal gucken, wo kann das Einhorn dann wohnen. Ja, also braucht einen Stall und gutes Heu und so. Braucht aber auch ein liebevolles Umfeld. Das bedeutet, sie muss auch ihre Beziehung zu ihren Eltern verbessern und auch vielleicht ein paar mehr Freundschaften pflegen und mehr Liebe in ihr Leben bringen. Und das muss sie dann natürlich erstmal tun, dieses ganze Drumherum schaffen, um ihr Einhorn zu bekommen. Daraus entsteht eine sehr, sehr witzige Geschichte mit ihren Eltern, eine super schöne neue Freundschaft, die sie mit einem, wie heißt das, Werkzeugladenbesitzer oder Angestellter aufnimmt. Also das ist auch so eine Selbstfindungsgeschichte. Sie merkt dann, nein, ich muss mich nicht verändern und ich muss nicht die erwachsene Frau sein, die alle in mir sehen wollen. Ich darf ich sein und ich darf in meinem blauen Wolkenpulli rumlaufen und in meinem hier, wie heißt das, Regenbögen gesäumten Schlafanzug rumlaufen. Ich muss nicht erwachsen sein, ich darf ich sein. Und ich muss zwar vernünftig sein, aber ich muss nicht mich verstellen. Darum geht es in diesem Film. Wie es ja ausgeht, ob sie Einhorn bekommt, ob da alles nur Fake ist, das verrate ich natürlich nicht. Der Film ist bunt, süß, witzig. Brie Larson hat selber Regie geführt. Brie Larson ist auch Mitproduzentin und eben Hauptdarstellerin. Und ich finde, das hat sie wirklich schön gemacht. Es ist jetzt kein Film, der einen riesen Höhepunkt hat und hier aufgebaut ist mit, dass es auf den High-End-Film hinausläuft. Es ist einfach eine süße Geschichte, die mal erzählt werden musste, die einem Mut gibt, man selbst wieder zu sein. Und ja, sie ist bunt. Sie ist Brie Larson mal anders. Das ist sehr, sehr schön. Ja, klingt ja ganz interessant. Kann man ja mal Hat sie reinschauen auf Superkräfte? Netflix. Nein, hat sie nicht. Klingt auch Kann nicht sie so. Nein. Ha.
Aber sie glaubt an Einhörner. Aber sie war auch in Raum damals schon sehr, sehr gut. Da konnte sie auch nicht fliegen und hatte keine Superkräfte. Warum ist, also, ruhig mal reinklicken. Warum ist der jetzt auf Netflix gelandet? Ist der? Weiß ich nicht, ist eine Netflix-Originalproduktion. Ach so, okay. Ja, hat man seit 5. April auf Netflix verfügbar, also seit Freitag. Hat man wahrscheinlich abgewartet, wie sich der Captain Marvel an Kinokassen schlägt und gehofft, dass es gut wird. Und dann muss doch, ist es vor Captain Marvel gedreht oder danach? Das muss doch eigentlich vorher wahrscheinlich dann, oder? Das ist eine gute Frage. Unicorn Store. 2017 steht hier. Also, das kann sein. Dann war das eine Weile in der Schublade. Wahrscheinlich hat ja der Filmverleih auch nicht gedacht, dass das so ein großes Ding wird. Locha de Unicornos heißt auf Spanisch. Schaut euch mal den Trailer an, weil der Trailer ist schon sehr bunt und sehr süß. Also, und dann natürlich den Film anschauen, bitte. Kann man angucken. Ist sehr knuffig. Ja, IMDb 5,2 von 10. Was gibst du? Ich gebe 7. Okay. Ach, steht ja hier. Stimmt, sorry. 7, weil, wie gesagt, er ist jetzt nicht der War-Film, den ich jetzt total gern 5-mal hintereinander gucken möchte. Aber er ist schön. Er ist schön, er ist süß. Und Brie Larson, super. Und Samuel Jackson, im pinken Anzug mit Glitter in den Haaren. Das ist einfach geil. Oh, ich sehe den lieber im schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte mit seiner Afro-Perücke. Und eine Augenklappe, oder? Nee, bei Perfection meine ich jetzt eher. Ja, was Buntes habe ich auch. Bunt ist nämlich die Farbe des Ballons, um den es geht in dem Film Ballon. Ballon, was wird sich wohl Michael Bulli Herbig gedacht haben, nachdem er Shoot is Manitou und Bulli Parade gemacht hat? Jetzt machen wir doch nochmal was nicht Lustiges. Nee, er hat ja auch zum Beispiel Vicky und die starken Männer produziert, ziemlich erfolgreich. Dann ein paar weniger erfolgreiche Filme, Hotel Lux und ich glaube Zettel hieß der andere noch. Bis er sich mal eines etwas ernsthafteren Stoffes angenommen hat, den er schon eine Weile als Idee mit sich rumgetragen hatte. Der Film ist schon mal verfilmt, oder der Stoff ist schon mal verfilmt worden, denn es geht um die Flucht aus der DDR. Irgendwie sehr monothematisch heute irgendwie gefühlt bei mir. Flucht aus der ehemaligen DDR mit einem Heißluftballon, mit einem selbstgebauten Heißluftballon, besser gesagt. Und die Familien, die hatten damals die Story an, ich glaube, Disney verkauft, und die hatten damals auch einen Film gedreht gehabt mit ein paar US-Darstellern, aber der war irgendwie wenig erfolgreich, wenn ich mich da so recht erinnere. Ach, Bo Bridges hat da mitgespielt, John Hurt, Jane Alexander. Ja, 1982 kam der in die Kinos, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also gut, an das Datum sowieso nicht, weil da lief der verrückt bestimmt... ich auch nicht. Da lief der definitiv, da war ja noch tiefste DDR-Zeit, da lief der bestimmt nicht bei uns im Kino, so nach dem Motto, hey, ein Film über eine Ballonflucht aus der DDR hätte man bei uns im Kino nicht gezeigt. Aber vielleicht werde ich den aus historischen Gründen irgendwie mal nachholen, mal gucken, ob ich den irgendwo finde, vielleicht gibt es den irgendwo. Der heißt Mit dem Wind nach Westen, der Originalfilm. Aber jetzt geht es erstmal um Ballon. Bei Ballon spielen, oder geht es halt auch um diese beiden Familien Strelzig und Wetzel, die nebeneinander wohnen. Und zwar in, ich glaube, in der Nähe von Pößneck ist das, was gar nicht so weit weg ist von da, wo ich herkomme und auch wo meine Frau herkommt. Und ich hatte damals tatsächlich auch, das wurde so als Gerücht auch so, oh, das sind welche mit einem Ballon. Man hat das ja nicht erfahren, die Presse hat das ja nicht irgendwie verbreitet, wenn da sowas passiert war, wieder, um nicht noch Nachahmer irgendwie anzuregen. Aber man hat das natürlich irgendwie gehört. Und dann sind natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren worden, damit sowas nicht nochmal passiert. Und da hat man dann gemerkt, okay, da muss es mal irgendjemand geschafft haben. Die beiden Familien werden gespielt von Friedrich Mücke und Caroline Schuch, das eine Ehepaar, der andere David Cross und Alicia von Rittberg. Und ein anderer Darsteller ist noch zum Beispiel Thomas Kretschmann, alias Kretsche. Der spielt den Stasi-Oberstleutnant Seidel, der denen auf den Fersen ist. Und der Film beginnt damit, dass wir sehen, wie sie mit ihrem
ja, Auto mit ihrem alten Wartburg auf so eine Lichtung fahren, Ballon auspacken. Und ich dachte, okay, es geht also um eine Ballonflucht und die zeigen überhaupt nichts irgendwie von der Vorbereitung irgendwie, sondern steigen gleich hier voll ein. Und sehen wir da jetzt die ganze Zeit, wie sie mit dem Ballon da rumfliegen oder irgendwas? Oder ist das dann in Rückblenden erzählt? Oder wie will der jetzt Film jetzt seine Spannung aufbauen? Tatsächlich ist es dann so, wir sehen den ersten Fluchtversuch, wo sie dann doch feststellen, dass es nicht ganz so geklappt hat, wie sie sich das gedacht haben. Sie kommen dann zwar in die Luft und es geht dann auch ein bisschen was schief und sie müssen abbrechen. Und dann sehen wir die Planung für den eigentlichen Fluchtversuch, eben diese einzelnen Stoffbahnen überall in der gesamten Republik da zusammenzukaufen, weil dieser erste Ballon vom ersten Fluchtversuch, der wird dann auch gefunden und da werden schon die ersten Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren, dass man keine Stoffe mehr in dieser Art mehr in größeren Mengen kaufen kann, ohne dass es der Stasi gemeldet wird. Und sie müssen dann halt wirklich durch die ganze Republik fahren. Und damals war ja eh immer ein Problem, bestimmte Sachen zu bekommen. Also es war dann echt schwierig. Und die haben dann so einzelne Stoffbahnen überall nur gekauft, die gerade noch so nicht gemeldet wurden. Und haben dann angefangen, sich das so zusammenzubauen. Und in dem Sinne möchte ich auch mal einen Podcast empfehlen von meinem Kumpel von Staatsbürgerkunde Podcast, dem Martin. Der hat nämlich die eine Familie mal im Interview gehabt und die haben das erzählt, wie die das damals gemacht haben. Denn die mussten sich auch diese gesamten Antrieb von so einem Heißluftballon mussten die sich ja selber bauen. Das gab es ja nicht von der Stange zu kaufen. Das heißt, du musstest da diesen Brenner und da haben sie mit Propangasflaschen und so und haben da irgendwie was zusammengebastelt selber, wo sie dann diese Heizung da machen können und dann dieses ganze Gestell und runter. Denn sie wollten dann ja auch nicht nur irgendwie zu zweit oder sowas mal so kurz, sondern da sollten ja wirklich auch die Nachbarsfamilie mit drauf. Und da wurde eine kleine Stahlgerüst dann gebaut und das musste auch ordentlich Kraft mit haben, dann Auftriebskraft, damit es überhaupt fliegt. Und dann mussten sie auch auf günstigen Wind warten, auf Nordwind, dass sie quasi von der Stelle, wo sie starten wollten, nach Süden, nach Bayern, nach Franken getrieben werden vom Wind. Und in dem Film wird noch so eine zweite Storylinie mit aufgemacht, wie nämlich die Stasi denen auf den Fersen ist und sich das Netz immer enger schließt um die. Und ich fand das auch extrem spannend. Also wirklich, ich hätte es mir nicht gedacht. Der Anfang war ein bisschen so, okay. Aber dann, wo es so in die Vorbereitung ging, wo dann teilweise auch dieser Alltag dort gezeigt wurde und auch diese ganzen Repressalien, die zu erdulden hatten und auch mit ihren Nachbarn. Der Nachbar ist natürlich auch so ein inoffizieller Mitarbeiter von der Stasi und so. Ihr könnt das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen. Ihr hattet die glückliche Situation, dass ihr da in so einer Scheiße da nicht aufwachsen musstet oder so. Aber das fühlt sich schon sehr, sehr real an, was da hier in dem Film dargestellt wurde. Es ist ja immer so eine Sache, wenn jetzt jemand einen Film dreht über irgendwas, wo er keine Ahnung hat und Michael Bulli-Herbig ist ja da nicht aufgewachsen, sind wir die Frage, wie das dann dargestellt wird. Und hier fand ich es wirklich sehr, sehr, sehr gut dargestellt und sehr, sehr nah dran. Die Ausstattung war nahezu perfekt. Also da war jetzt nichts, wo sie sagen, das gab es aber nicht und da ist niemand dran gekommen, sondern das sah halt wirklich alles so aus. Und ja, hat mich sehr, sehr beeindruckt, dieser Film. Ballon war ja auch im Kino ein ganz ordentlicher Erfolg hier in Deutschland und ich gebe dem Film auch, ja, 8 von 10, ja. Doch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gibt es jetzt auf DVD und Blu-ray zu kaufen. Ah, der Soundtrack, den muss ich noch erwähnen. Ich kannte den nicht. Also ich rede jetzt nicht von Musik, Gesang in dem Sinne, sondern der Score. Ich meine eigentlich den Score. Ich finde es gerade nicht, wer den gemacht hat. Ah, der war echt gut. Das war irgend so ein Komponist, von dem ich noch nie irgendwas gehört hatte. Und der hat es wahnsinnig gut gemacht. Es hat immer so gepasst auf die Szenen dieser Soundtracks. War jetzt nicht irgendein Gedudel oder sowas, sondern es war wirklich so ein treibendes und manchmal alles sehr, sehr elektronisch auch, aber hat wahnsinnig gut gepasst. Also den muss ich mir mal merken, wer den Soundtrack hier. Steht das hier irgendwo? Finde ich das auf die Schnelle? Nee. Ich gucke auch gerade schon, aber ich finde es auch nicht. Finde es gerade nicht. Warte mal. Ballon Soundtrack. Hier steht nur ähnlich zu Christopher Nolans Dunkirk. Ja, das könnte sein. Also das Ralf Wengenmeier habe ich hier bei Amazon, finde ich hier den,
den Soundtrack auf CD. Ralf Wengenmeier und Marvin Miller. Ja. Da kann man ja reinhören hier. Also das bringt natürlich jetzt nichts, wenn man jetzt nur die, ja, nur den Sound so ein bisschen hört. Muss man auch ein bisschen den Bezug dazu haben. Aber ich fand das extrem sphärisch und treibend und wirklich extrem passend auch in vielen Szenen, wo ich dachte, boah, ist richtig gut. Ja, also schön, dass es mal wieder einen deutschen Komponisten gibt, nachdem ja die anderen sind ja alle irgendwie in die USA ausgewandert und machen da jetzt große Karriere. Einen deutschen guten Filmkomponisten können wir immer brauchen. Ballon so auch. Wie Hans Zimmer meinst du? Ja, Hans Zimmer, ja, Doldinger, wie sie alle heißen. Oder ist der noch hier? Doldinger war auch. Also, Ballon, von mir auch eine Empfehlung. Jetzt weiß ich nicht, wie der Film bei, in Anführungszeichen, Wessis verfängt. Da könnt ihr ja mal einen Blick reinwerfen, wenn er dann irgendwie auf Sky läuft oder so. Oder ich gebe euch mal hier den Film. Dann könnt ihr mal gerne mal einen Blick reinwerfen, wenn ihr wollt. Ist auf jeden Fall eine spannende Fluchtgeschichte, aber diese ganzen Sachen mit dem, ja, wie beschafft man Dinge, wie bastelt man sich das zurecht, wie versucht man da irgendwie nicht aufzufallen oder sowas. Ich glaube, das ist nicht ganz so nachvollziehbar für jemand, der aus einer anderen Gesellschaft kommt. Aber toller Film. Also hätte ich nicht gedacht, dass der Bully so einen Stoff so ernsthaft und gut und spannend umsetzen kann. In dem ganzen Film ist genau ein Witz, den will ich natürlich nicht verraten, aber der ist auch an einer sehr passenden Stelle und genau richtig gesetzt. Und da habe ich gedacht, yes, okay. Also man merkt, wo es herkommt, der Film, wer den gemacht hat. Und man merkt auch, dass er einen großen Respekt hatte vor dem Stoff an sich. Und man merkt auch an dem Punkt, wo der Witz gesetzt worden ist, okay, ja, verstanden. ja, schöner Film. Empfehlenswert. Okay, jetzt bevor ich hier, ich sehe ja gerade, ich habe ja noch einen. Ja, dann machst du das 60 Sekunden. Muss aber mal kurz einen Schluck trinken, aber ich werde wahrscheinlich keine Minute brauchen. Das habe ich befürchtet. Oh je, aber den möchte ich noch sehen, zerreiß ihn bitte nicht. Können wir nachher laufen lassen, läuft der nicht jetzt auf Sky? Ja, genau, da habe ich ihn auch geguckt. Also wir können gerne anfangen hier. Moment, bist du bereit? Ich bin bereit. I was born ready. Deine 60-Sekunden-Challenge läuft ab jetzt. Es geht um Skyscraper mit Dwayne The Rock Johnson. Ich kann den Namen voll aussprechen, denn ich brauche nicht viel Zeit für die Story. Es geht darum, dass in einem Hochhaus in China, in Klammern, wir wollen Geld verdienen auf dem asiatischen Markt, wohnen ganz oben drin irgendwelche Leute, die haben einen MacGuffin und da wollen böse Leute ran. Und um die Leute da oben auszuräuchern, wird das Gebäude quasi in Brand gesetzt. Dumm nur, dass die Familie von Dwayne Johnson da auch in diesem Gebäude ist, also sprich seine Frau und Kinder. Und er findet es überhaupt nicht witzig, dass sie das da angezündet haben. Und ach ja, übrigens, er hat kein richtiges Bein, er hat so eine Prothese, aber kann trotzdem über Kräne drüber rennen und ins Gebäude springen. Wow, das müsst ihr gesehen haben. Ja, ich will jetzt nicht verraten, wie es ausgeht. Natürlich stirbt die Familie von Dwayne Johnson, alles ganz traurig am Ende. 10 Sekunden. Und die Bösen gewinnen. Punkte. Punkte, 3 von 10. Alles klar. Wow. Eine Minute rum. Ist aber, auch wenn die Punkte jetzt ein bisschen niedrig sind, es ist auf eine blödsinnige Art und Weise amüsant, der Film. Es ist so ein bisschen Sharknado-mäßig, weißt du? Aber irgendwie dadurch, dass es hier ernst gemeint ist, ist es irgendwie noch lustiger, fand ich. Also da sind wirklich so, wirklich solche Bullshit-Szenen drin, wo du denkst, ach nee. Während bei Sharknado, wo er immer noch hey, wir wissen, dass wir Scheiße machen, aber hey, komm hier. Ja, hier ist mit so, Stil. Hier ist so, nee, ey, das ist ganz ernsthaft hier. Und so. Ja, also, nee. Okay. Also, jetzt auf Sky kann man gucken. Ja? Jetzt wird es mehr wie, das musst du alles in der Minute unterbringen. Oh ja. Auf Sky kann man es mal gucken hier. Ne? Okay. So, Moment. Brauchen wir ja einen Spieler aus. Sag mal, wer hier so? Kinocharts und Neustarts. So, wie sieht's denn hier in Stuttgart aus mit den Charts? Platz 10 mache ich. Green Book, ja. Eine besondere Freundschaft. Schnitt, ich habe den falschen Link geöffnet. Moment. Es kommt immer so plötzlich und überraschend. Vorbereitung ist alles, ne?
Das ist auch, wenn du dann plötzlich anfängst von wegen, und jetzt die Sneak Tips. Ich so, oh fuck, ich muss aufmachen. Platz 9, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Platz 8, wir. Platz 7, unheimlich perfekte Freunde. Aha. Platz 6, die Goldfische. Platz 5, Captain Marvel. Platz 4, Friedhof der Kuscheltiere. Finde ich übrigens die Kampagne, die dazu fahren, die begleitende Social Media und sowas, finde ich extrem gut. Finde ich richtig mir auch gut. Also, der soll auch echt gut sein. Ja. Ja. Platz 3, Dumbo. Platz 2, Monsieur Clou 2. Und auf Platz 1, Chris, ich möchte bitte einen Nieser von dir hören. Shazam! Dankeschön. Shazam, natürlich. So, was startet denn? Wir sind ja in Deutschland, der Film heißt eigentlich Shazam. 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 Startet gleich meine App hier auf dem Handy. Was, deine Nies-App? Meine Shazam. Kennt ihr nicht? Musikerkennung. Shazam. War eine der ersten Apps, die ich auf dem iPhone hatte. Fand ich so genial, dass du das ins Radio halten konntest und hat dir gesagt, welche Musik das ist. Genial. Könnt ihr nicht nachvollziehen, ich weiß schon. Ihr seid da völlig unbeeindruckt von solchen technischen Doch, ich habe das früher auch gehabt, aber ich glaube, das ist anders. Wie hieß denn das? Ich hatte was anderes. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich hatte dann quasi den Nachfolger davon. Chris, was startet denn neu im Kino jetzt am 11.04.? Was startet neu ist? am 11.04. startet die Verfilmung der gleichnamigen erotischen Buchreihe von Anna Todd mit dem schönen Namen After Passion. After Passion. Es geht um die Studentin Tessa Young. Sie ist ein Good Girl. Girl. Und es geht um ihre On-Off-Beziehung zu dem Hardin Scott. Und Hardin Scott ist ein Bad Boy. So ist das. Ja. Drama von Jenny Gage mit Josephine Langford, Selma Blair, Peter Gallagher und weiteren. Ich habe jetzt, ich muss jetzt mal was empfehlen hier in dem Sinne, weil das ist ja auch so eine Fanfiction, ne, glaube ich, oder? Bestimmt so ein selbstgeschriebenes, so wie Twilight oder sowas. Da gab es jetzt eine Sendung bei den Rocket Beans. Es gibt nämlich im Internet einen sogenannten Fanfic-Maker. Findet man auf fanficmaker.com. Und da kannst du jetzt einstellen, zum Beispiel, wie soll dein Held heißen? Ist er female, male? Was hat er für Superkräfte? Ist er sehr gewalttätig? Hat er ein großes Ego? Hat er viel Sex? Ja. Ist er sehr klischeebelasteter Held? Oder ja, wer ist der Villain? Was für ein MacGuffin und so weiter? Das ist ein englisches Ding und der kreiert dann daraus eine komplette Geschichte. Also kannst dann auch noch so, wer ist der Love Interest und so weiter. Kreiert eine komplette Geschichte auf Englisch und die haben in der Sendung diese Geschichte nochmal in Google Translator geschmissen und die übersetzen lassen und haben das dann vorgelesen. Und das war so lustig. Also das, ich werfe das mal mit rein. Also was da rausgekommen ist hier, die Sendung geht auch nicht lange. Das ist hier die Moin Moin Sendung. Ich tue es mal hier bei uns im Dokument unten rein, dass ich es nachher nicht vergesse. Also die haben quasi ein Fanfiction kreiert und haben das dann noch zusätzlich nochmal in Google Translator reingeschmissen. So lustig. Okay, ja, wo ist jetzt mein Tab hin hier? Hier ist immer Hellboy 3 startet. Kriegt keiner richtig mit, ne? Ich glaube, will auch keiner sehen. Waren ja so verheerende Kritiken von den Trailern irgendwie gefühlt. Will es keiner sehen. Hellboy 3, Call of Darkness. Call of Duty. Im Reboot der Hellboy-Filme schlüpft Stranger Things-Star David Harbour in die Rolle des roten Halbdämons, um eine neue erwachsene Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, war bei dem ersten Film sofort im Kino, als der anlief damals. Beim zweiten Film, ja, schon in der ersten Woche, sag ich mal, im Kino. Und der dritte interessiert mich nicht die Bohne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nee. Hellboy ist nicht so meins. Vielleicht gab es damals einfach auch zu wenig Superhelden-Sachen im Kino zur damaligen Zeit. Jetzt gibt es halt einfach zu viel bessere und coolere Sachen. So, was läuft noch an, Chris? Es läuft noch an Alphonse Zitterbacke. Die Neuverfilmung des legendären DDR-Kinderbuchklassikers versetzt die niedliche Katastrophengeschichten des Pechvogels Alphonse Zitterbacke in die Gegenwart. Alphonse. Nee, nicht französisch. Alphonse, okay, Alphonse Zitterbacke. Aber das kennt ihr gar nicht, ne, oder? Nein. Das ist quasi, das hat jedes Kind gelesen.
Also ich auch. Mehrfach. Also wirklich, das habe ich selbst, ich habe es noch hier, das Buch. Es ist halt echt, es geht um einen kleinen Jungen, der, was weiß ich, was der so in der Schule erlebt und dann, was weiß ich, dann, ja, dann will er zum Beispiel Astronaut werden und hat gehört, dass die Astronauten sich immer zur Tubennahrung ernähren und denkt sich, okay, er will schon mal anfangen mit dieser Ernährung, kauft sich da irgendwelche Mayonnaise und Zahnpasta und so weiter und versucht das dann. Und, wirklich sehr, sehr kindlich lustige Sachen, angenehm geschrieben und ich weiß bloß nicht, sieht ein bisschen zu abgefahren aus hier, dieses Plakat, was ich da sehe. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Es gab ja auch schon diverse Verfilmungen, auch zu DDR-Zeiten, die war. Ja, dann startet noch Niemandsland, The Aftermath, Beziehungsdrama mit Karen Knightley. Weiß nicht, worum es da geht. Vielleicht sollte man. Nee, ich haben wir heute schon. Nach vorne, genau. 1946 als Ehefrau eines britischen Offiziers nach Hamburg kommt und einen Deutschen kennenlernt. Das ist aber auch sehr einfach dargestellt. Ein Bad Boy kennenlernt. Ja, Bad Boy. Es kommt auch noch Willkommen im Wunderpark. Animationsabenteuer über ein Mädchen, das mit Hilfe tierischer Freunde ihren eigens entworfenen Freizeitpark retten muss. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, da hatten wir mal den Trailer geschaut hier. Ja. Sah ja ganz nett aus. Lena Meyer-Landrut spricht da eine deutsche Rolle. Border startet noch. In Cannes preisgekröntes schwarzes Märchen aus der Feder des So finster die Nacht Autors, in Klammern, da wird der Film nichts für mich sein, über eine Grenzbeamtin mit dem richtigen Riecher für Verbrechen. Ja, Entschuldigung. Ich war nicht, ich war etwas so. Na, ich habe überlegt, brauchen wir den? Christo, Walking on Water, Dokumentation über die Entstehung der The Floating Piers Kunstinstallation von Christo, die im Jahr 2016 zwei Inseln im Lago di Seo miteinander verband. Nee, brauchen wir nicht. Weiter. Brauchen wir nicht, Doku, ne? Doku. Wildlife. Ja, Doku, deswegen. Paul Dano gibt sein Regiedebüt mit einem Drama aus der Sicht eines Jungen, zeigt, wie Arbeitslosigkeit und Alkoholismus eine Familie zerstören. Und auch mit Jake Gyllenhaal und Carey Mulligan. Wildlife. Ist auch Dokumentation. Ja, der Rest ist alles nur noch Dokus, ne? Doku, Doku, Doku. Warte mal, gibt's noch zwei Seiten hier. Hababam Sinifi Yeniden. Crystal Swan. In der Neuauflage der beliebten türkischen Filmreihe sorgen die Mädchen und Jungen der Privatschule erneut für Chaos. Das läuft ja noch wie die einiges Junge aus der ersten Bank oder aus der letzten Bank, ne? Ist da irgendwie Fantasy Filmfest? War hier so ein Nightshifter, The Witch Subversion und sowas? Das ist bestimmt, ja, das Fantasy ist Filmfest irgendwie. Laufen noch einige Sachen an. Naja, gut, das sind wir soweit durch, denke ich mal. Ja. Werfen mal so. Wo ist hier mein Bumper hier? Ich finde es nicht. Nehme ich den. Wir sind wieder vorbereitet. ich habe ein paar Trailer rausgesucht. Ich glaube, ja. Wer sich ein bisschen im Internet bewegt und sich für Kinofilme interessiert, wird daran nicht vorbeigekommen sein. Wir machen mal ganz kurz die Frage in die Runde. Hopp oder Top? John Wick 3, der Trailer. Hopp oder Top? Hopp. Hopp, von mir auch. Ja, fand ich auch cool, wo dann die Musik so einsetzt und wie das dann so richtig so mit klassischer Musik so inszeniert wird, diese ganzen Kampfszenen und so. Ja, ist schon witzig. Annabelle 3? Oh, freu dich unbedingt. Gruselig. Oh. Ich hab das Problem, ich bin bei der Conjuring-Reihe total ausgestiegen. Es gab ja Conjuring, dann Conjuring 2, dann irgendwie Annabelle 2. Ich blick's nicht mehr. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge ich die Filme gucken müsste, um wieder reinzukommen. Ist doch egal, weil die haben doch keine Reihe, oder? Also doch, die gehören ja alle zusammen. Ja, die Annabelle. Die gehören ja alle. Doch, die Annabelle ist ja aus The Conjuring. Ja. Diese Puppe. Das ist jetzt das nicht. Conjuring-Universum, so ist heißt aber, das. Ist aber jetzt nicht ein direkter Zusammenhang, dass du sagst, oh, du musst Annabelle 2 gesehen haben, damit du Conjuring 3 verstehst. Also, wenn ich da ganz freistellen darf, ist Zeitleiste der Filme aus dem Conjuring-Universum, die ich hier habe. Oh, post mal bitte Conjuring, den Link hier rein. Die Heimsuchung ist nämlich erst relativ später. Das ist erst 68. Also, wenn du es von der Zeitlinie anschauen solltest, dann solltest du erst Annabelle gucken. Loronas Fluch anfangen. Das spielt nämlich 1673. Ach Gott. Gab es da schon Film? Ich bin und raus. Ansonsten von der Erscheinung her ist es Conjuring, dann Annabelle, Conjuring 2, Annabelle 2, The Nun, dann gibt es Loronas Fluch und Annabelle 3 und Conjuring 3 kommt dann nächstes Jahr. Um Himmels Willen.
So also, wie von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und meine Güte, ey. Aber vielleicht kannst du mal diese Timeline, wenn du da gerade einen guten Link gefunden hast, mal mit hier bei uns ins Dokument, da werde ich das mal mit verlinken. Das gucke ich mir vielleicht später nochmal an. Aber ich bin da auch irgendwie ein bisschen raus aus dem. Also der Trailer sah ganz nett aus. Ja. Gerade auch das mit den Farben dann und ja. Ja, wieder so, ja, ich war im Keller, ich habe hier da irgendwie die Puppe freigelassen. Was hast du noch angefasst? Ja, alles. Scheiße. das war schon ganz nett, irgendwie so, wenn man dann sieht, okay, da kommt Großes auf uns zu, so nach dem Motto, Jo, ansonsten haben wir nichts weiter so geschaut, glaube ich, ne? Noch nicht. Ich starte jetzt mit der zweiten Staffel von Sabrina. Die ist ja jetzt rausgekommen. Total verhext. Ja, Chilling Adventures. Ja, aber da habe ich jetzt erst die erste Folge angefangen, kann ich noch nichts zu sagen. Okay, dann gehen wir mal so in den allgemeinen Bereich hier rein. Dann nehme ich mal hier diesen hier. Briefkasten. Ich hatte ein was losgetreten gehabt in der vergangenen Woche. Oder vielleicht, was ist denn los? Nix. Oder vielleicht ist es auch schon etwas länger her, ich weiß gar nicht mehr. Und zwar hatte ich mal, wann hatte ich es gemacht? Steht hier irgendwo ein Datum, vor 6 Tagen, ja, kommt ungefähr hin. Ich hatte mal auf Instagram gepostet, ohne den Filmtitel zu nennen, welchen Twist oder What the Fuck-Moment in einem Film fandet ihr am besten? Und das habe ich dann auch auf Facebook noch gepostet in unserer Kinocast-Gruppe. Und da ist tatsächlich einiges zusammengekommen. Und weil ich das auch ganz nett fand, würde ich das gerne mal hier auch mal zum Besten geben, was da so alles eingegangen ist. Jetzt finde ich es bloß gerade hier auf Instagram nicht, auf Facebook nicht, den Beitrag auf Instagram habe ich. Kate, vielleicht kannst du mal kurz auf Facebook nebenbei den Beitrag raussuchen. Ja. Mhm. Ich lese mal vor, also ohne den Filmtitel zu nennen, ja, also ihr bitte auch nicht, dass wir jemanden spoilern, aber zum Beispiel, erfolgloser Musiker trifft seinen Mäzen und verkackt es auch. Oder die Nachmacherin, schöne Grüße. Er wird verdächtigt, seine Frau getötet zu haben. Sie hat aber alles nur vorgetäuscht. Gone Girl. Du sollst den Filmtitel nicht verraten, um nicht zu spoilern. Mann. Das ist hier kein Rätsel. Schön, dass du das Spiel verstanden hast, Kate. Super. Oh Mann, gibt's doch nicht. Er geht davon aus, es gibt keinen Ausweg mehr und sie werden alle sterben. Aus diesem Grund erschießt er 3 seiner Begleiter und seinen eigenen Sohn. Ein paar Momente später trifft Hilfe ein. So ein bisschen wie Black Stories irgendwie. Ich kenne das. Er bekommt, oder hier, das ist sehr bekannt, er bekommt ein Paket, in dem er den abgetrennten Kopf seiner Frau findet. Wo ich sagen muss, man weiß es ja nicht. Könnte sein. Er tanzt. Dann schneidet er einem Polizisten das Ohr ab. Auch ein guter Film. Oder der. Und plötzlich lebt der Typ in der Mitte des Kellerraums. Der ist auch gut. Ja. Der Jan hat das geschrieben. Aus Münster. Das andere war von der Miriam und andere zur Wade. Also wahrscheinlich der wie heißt der Martin zur Wede, der manchmal geschrieben hat. Und der Alexei war der andere. Und Thomas Holmer hat auch noch hier auf Instagram, wenn viele Menschen in einen prominenten Kopf passen und interagieren können. Hast du das mittlerweile auf Facebook gefunden? Ja. Da war glaube ich auch noch 1-2 Sachen. Ja, als das blinde Mädchen aus dem Wald kommt und auf eine Straße trifft. Ah ja, doch, genau. Als sich die Schlangentänzerin in einen Vampir verwandelt. Ah, da habe ich glaube ich sogar kommentiert, ne? Ja. Ja. Genau. Und als plötzlich die riesige Hand die Hütte platt macht und dann die Welt untergeht. Das war auch gut. Hatten wir nicht sogar das Sneak? Das letzte, ja, ich glaube. Und das letzte, als die Leiche aufsteht und seine Maske abzieht. Ja. Ja, das ist ja ähnlich wie das, was hier auf Instagram war. Jetzt. Genau. Genau. Ja, das mit der Schlangentänzerin, das war echt gut. Nein, danke. Ich war schon mal verheiratet. ja, cool. Also der Thread, der lebt noch sowohl auf Facebook und auf Instagram. Du musst einfach mal gucken, Instagram @Kinocast. Und da ist so ein Bild, das sieht aus wie ein Kino und da steht nur der Text drauf. Und da könnt ihr auch noch kommentieren, was euer bester oder was ihr so als besten What-the-fuck-Moment
oder Twist in dem Film fandet. Ohne natürlich den Filmtitel zu nennen, damit man anderen das nicht verspoilern, wie die Kate hier gerade vorhin. So, und ich glaube, wir hatten noch ein... Das amateurhafte Verhalten hier. Ja. Ja. Ich wollte nur demonstrieren, wie es funktioniert. Wenn es nicht macht, ja. Danke. Dann noch das Cineplex in Reutlingen, die ja auch eine Sneak machen. Die haben natürlich den April-Scherz gemacht, den wir, ich glaube, hier in der Sendung sogar gesagt haben, ne, dass wir... die hören hier zu. Schöne Grüße hier. Ja, immer die Ideen klauen. Ja, Sauerei hier. Das nächste Mal spendet wenigstens was hier über Auphonic oder PayPal hier. Ja, genau. Die Steff hat kommentiert, die geht ja auch immer in die Sneak in Reutlingen. Den großen Showdown gibt es dann zu Sneak 1000. Ich nehme an, sie spielt auf euren Bitchfight an hier. aber ist es wirklich so, es gibt sicher Filme, die wir beide mögen. Ein gutes Beispiel ist auch das Harry Potter-Universum. Ach so, ja. Oh ja. Gibt es eigentlich nur Männer? Natürlich. Gibt es eigentlich auch Männer, denen die Harry Potter-Filme gefallen? Meldet ja. euch mal. Ja, echt? Wer? Ich habe einen Arbeitskollegen, der mag das sehr. Mag der auch Frauen eigentlich? Der hat eine Freundin, ja. Ach so, okay. Was ist denn das für ein Zusammenhang? Ich weiß nicht. Sag mal. Okay, sag mal. Sie sagt auch, es stimmt, der Marsianer hat mir auch gefallen, auch wenn das Buch besser ist. Sie mag auch allgemein solche Science-Fiction-Filme. Sie hat ja mal Solis gewonnen hier, ich glaube beim Weihnachtsgewinnspiel. Hat es aber noch nicht geschafft, den anzuschauen. Aber will sie sich mal angucken. Superhelden sind halt nicht so ihrs. Sie findet, das ist immer das Gleiche. Na gut, sie kommt ja auch eher aus so einer wissenschaftlichen Richtung. Vielleicht mag sie da eher, wenn es so... Obwohl, nee, da würde sie ja Harry Potter nicht... Nee. Okay, meine Argumentation passt gerade nicht zusammen. Fail. Ja, macht nichts. Spider-Man gehört sicher zu denen, die ich schon seit meiner Kindheit kenne. Den würde ich wirklich mal schauen. Wie gesagt, den Spider-Man Homecoming oder den Spider-Man A New Universe... Der ist aber sehr, sehr abgefahren und den gibt es auch noch nicht auf Blu-ray, glaube ich. Da kommt das noch. Ja, aber Spider-Man Homecoming, dadurch, dass den schon auf Sky gibt, den kannst du dir auf Blu-ray mal ausleihen. Habe ich ja letztens wieder geschaut, fand ich wieder sehr, sehr toll. Ja, schön gemacht. Schönes. Ist das eigentlich schon der Reboot gewesen, ja, ne? Oder gab es da vorher noch mal einen? Ja, bin mir gerade nicht sicher. Deswegen heißt der Homecoming, weil er jetzt von. Ich dachte, das hat eher was mit dieser Homecoming-Party zu tun, die da stattfindet. Ja, natürlich. Okay. Ja, also Spider-Man Homecoming nochmal Empfehlung. Ja, sonst gab es nichts. Es hat sich auch meines Wissens hier niemand beteiligt, der diese Blu-ray haben wollte, die ich da so angepriesen habe letztes Mal. Ich gucke gerade nochmal rein hier. Ich habe den Hashtag hier extra verfolgt, Pizzakino, aber irgendwie, nee. Also wenn ihr die noch haben wollt hier, ein Rezept für die Liebe, es liegt noch da. Das heißt, wenn jetzt jemand schreibt, sofort der Erste. Der Erste, der sich meldet mit Hashtag Pizzakino, kriegt eine Blu-ray. Geschenkt. Geschenkt. Umsonst, mir sind doch Schwabe. Mit dem Bösewicht aus den alten Star Wars Filmen. Also aus den, nicht aus den alten, aus den ersten Episode 1 bis 3. Ja, genau. Ja, liegt noch da. Okay, ansonsten sind wir soweit durch hier. Ich werfe mal einen Blick bei Amazon rein, wer uns unterstützt hat. Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, Kinofassung plus Extended Cut hat jemand auf Blu-ray bestellt. Extended Cut, Kate? Ich weiß. Gibt's den? Hast du den schon gesehen? Extended Cut. Ich hab die Blu-ray hier liegen, ja. Ach so, das ist eure. Dann ich denke, dass es die ist, ich weiß es nicht. Aber außerdem haben sie gleich zwei bestellt. Hat noch jemand einen Schraubenzieher bestellt, einen VH Pico Finish, wahrscheinlich um Handy oder irgendwas aufzuschrauben. Ja, das war's mit den Bestellungen bei Amazon in der vergangenen Woche. Dann denke ich mal, jetzt gucke ich mal noch auf meinen zweiten Notizzettel. Nee, jetzt sind wir soweit durch. Genau. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, euch beiden. Sehr gerne. Sehen wir uns dann morgen im Kino, wenn alles klappt. Jo. Hoffen wir, dass was Gutes kommt. Haben viele Shownotes heute, liebe Hörer, klickt euch da durch, schreibt uns eure Kommentare, beteiligt euch da. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.